Schneid bei Forchheim. Hier steht eine der 170 Brauereien Oberfrankens. Azubi Felix Denglein braut heute unter der Kontrolle von Braumeister David Hertel ein Sauerkirschbier. Also, wir füllen gerade schon Wasser hier in unseren Maischebottich. So, da ist auch schon gut Wasser drin. Genau. Wir brauen heute 29 Hektoliter. Ja. Also brauchen wir da ungefähr 30. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Felix Denglein ist seit einem Jahr im Betrieb. Heute muss er beweisen, dass er eigenständig Bier brauen kann. Dann mache ich hier oben schon mal an. Genau. Aus den ersten Pilzen mal, zack, schon mal rein. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es viele Betriebe gibt, wo dann Azubi im zweiten Lehrjahr eigentlich schon so selbstständig arbeitet. Das ist schon großes Vertrauen, dass ich den natürlich dann auch nicht in David enttäuschen will. Gut, ich fange dann schon mal hier an, schön mit dem Pilzen im Malz. Die Grundlage des Bieres besteht aus Malz, also gekeimtem Getreide. Früher musste man natürlich die ganzen Säcke immer per Hand nach oben schleppen. Und da ist es schon sehr viel angenehmer, dass wir jetzt da die ganze Anlage dafür haben. Ein Sack wiegt 50 Kilogramm. 12 davon brauchen sie heute. Die sogenannte Malzförderung bringt das Malz unter das Dach der Brauerei. Hier kommt das Malz erstmal noch rein. Es ist noch ungeschrotet, wird quasi nur ein bisschen gelagert. Und genau, danach geht es ein Stockwerk tiefer zur Schrotmühle. Geschrotet löst sich das Malz besser im Wasser. Die Zutat für den Sauerkirschgeschmack kommt erst am Ende des Brauvorgangs dazu. Für das Bier nutzen Felix Denglein und David Hertel ein besonderes Verfahren. Also wir produzieren ja hier gezielt Sauerbier. Also sprich, das Bier soll schlecht werden. Im normalen, traditionellen Sinne ist Sauerbier das Schlimmste, was dem Brauer passieren kann. Aber hier wollen wir es gezielt, weil einfach diese angenehme Milchsäure einfach ein schöne Adoption zur Sauerkirsche ist, weil es halt einfach nicht, wir sehen das Ganze nicht als Bier, sondern als kreatives, verrücktes Bier. Für dieses stellt Felix Denglein zunächst die Maische her, also ein Gemisch aus Malz und Wasser. David Hertel hat die Anlage Anfang des Jahres von einer anderen Brauerei übernommen. Wenn es nicht hält, muss man halt den Schraubenzieher verwenden. Das ist halt eine Anlage, da braucht man viel Fingerspitzengefühl, inklusive Schraubenzieher. Felix Denglein kontrolliert mehrmals den Wasserstand im Kessel. Wir pumpen jetzt ganz einfach von hier heißes Wasser hier hoch, dass schon mal, wenn wir dann das Malzschrot reingeben, dass da schon mal Wasser ist, wo sich durchmischen kann. Das funktioniert da oben im Endeffekt wie ein Mixer. So, den Maische habe ich jetzt angemacht. Ja. Jetzt mache ich die Pumpe 26 an. Also erstmal die Leitungen machen und dann die Pumpe. So, Wasser kommt und den Schieber auf. Genau, Schrotschieber war die. Schrotschieber zählt. Ja. Im Maischebottich kommen Schrot und Wasser zusammen. Felix Denglein muss bei den Mengen genau aufpassen. Wenn es dann doch nicht so was wird und vor allem, wenn es dann noch ein Fehler war, den man dann im Nachhinein rausfindet und sich dann auch denkt, so, warum war ich gerade so dumm? Schon allein von den Kostengründen sehr intensiv, was man da alles reinsteckt. Ja, sowas möchte man natürlich vermeiden und ich denke, das schaffen wir eigentlich ganz gut. Die Brauerei hat 5 Stockwerke. Im Dachgeschoss bereitet David Hertel das sogenannte Kühlschiff vor. Dort kühlt später die Maische aus. Dieses Kühlschiff, das ist eines der genialsten Geschichten in diesem ganzen Gebäude. Deswegen haben wir die Brauerei übernommen. Nicht wegen der Technik von dem Sudhaus oder so. Das findest du überall auf der ganzen Welt. Also sowas findest du nirgendwo. Also das ist ein Kühlschiff. Hier muss man sich vorstellen, da kommt dann später hier aus der Düse kommt dann das Bier. Und es kühlt hier, sedimentiert. Und es gibt in Deutschland gerade mal noch vielleicht 10 funktionierende Kühlschiffe überhaupt. Und in Franken um die 8. Also nichts fast. Also es gibt fast niemanden mehr, der auf so einem traditionellen Brauhaus braut. Das Brauereigebäude von David Hertel ist 350 Jahre alt.
30 Minuten später. Bei der Maische steht die sogenannte erste Rast an. Das Maischen ist in mehrere Etappen unterteilt. Das Gemisch aus Wasser und Malz muss immer richtig temperiert sein. Wie weit machen wir es voll? Genau, erste Rast, beziehungsweise erste Rast halten wir dann ja quasi. Und dann war es bis, glaube bis hier das quasi... Bis zum Ende vom Metall, ja. Ganz genau. Lassen wir mal kalt Wasser reinlaufen, dass wir da noch mal ein bisschen runterkommen, ja, von der Temperatur. Dann sieht es doch schon mal ganz gut aus. Die Temperatur der Maische ist zu hoch. Damit das Bier gelingt, muss sie bei etwa 62 Grad Celsius liegen. Ja, 73 Grad haben wir noch. Was, wie viel? 73. Ja, okay, kaltes Wasser drauf, ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt ein bisschen zu hoch von der Temperatur. Und genau damit, wir müssen jetzt halt eben die Rasten halten, da fangen dann an, die Enzyme zu arbeiten und wie gesagt, die Stärke zu Zucker zu zerbeißen. Und die arbeiten eben bei bestimmten Temperaturoptimie und die erste Rast ist eben bei 62 Grad, die versuchen wir jetzt zu bekommen. Dafür sind wir jetzt eben 10 Grad zu hoch und versuchen das jetzt noch mal ein bisschen runterzustellen. Felix Denglein muss die Temperatur senken, sonst verliert das Bier an Aroma und er kann von vorne anfangen.